weil ich würde das Waschbecken noch ein bisschen in die Ecke dann bringen und vielleicht das Klo noch mal so ein bisschen hier hin, damit die Dusche etwas breiter wird, weißt du? Was ist denn eigentlich im zukünftigen Gästebereich? Wir haben das am Anfang mit Malkreide auf dem Boden gemalt, da konnte man sich das ganz gut vorstellen und haben das dann alles noch mal aufgezeichnet. Nun ist er ja auch vom Fach, das hilft natürlich dann auch. Genau. Da haben wir noch ein kleines Klöchen, wenn jemand mal muss. Das ist für uns einfach ein komisches Gefühl, wenn man jetzt eigentlich mit Leuten, die einen so unterstützen im Haushalt und im Alltag, auch noch so unter einem Dach wohnt. Wir sind beides so Typen. Die nehmen die dann relativ schnell an und... Ja, genau. Wir werden dann zu schnell, zu persönlich. Und dann habe ich irgendwann das Gefühl, oh nein, die Person kann ja jetzt nicht meine Treppe wischen, wo ich jetzt schon so privat mit ihr bin. Also das würde ich mich nicht wohlfühlen. Und wir brauchen Storage. Wir brauchen Storage, weil wir haben keinen Keller. Deswegen wird dieser zukünftige, also ehemalige Maidsraum wird ein zukünftiger Storage, genau. Das hier ist Küche. Hier kommt so richtig eine schöne Küche in U-Form hin. Ja. Hier läuft so eine Insel aus. Und dann kann man hier direkt rausstiefeln und hat hier an der Seite nochmal so eine Außenbereich-Küche. Hier habe ich einen ganz speziellen Plan. Ja, wer sich da mal melden will, kann sich gerne melden. Ja, vielleicht hat ja jemand einen Tipp. Für? Weil ich brauche eigentlich, ich brauche Deckenmalerei. Ich möchte dort gerne einen Himmel haben. Einen hellblauen Himmel mit ein paar Wölkchen und vielleicht ein paar Vögel, die gerade das Bild kreuzen. Für uns hier schon unheimlich viel krass passiert, auch positiv. Aber natürlich kommen wir jetzt in so einen Prozess, wo wir viele Dinge im kleinen Detail klären müssen, weil wenn wir auch neue Fenster bekommen, haben wir dann 3 Sprossen, haben wir vielleicht nur 2, damit es nicht ganz so vollgepackt ist mit Sprossen, aber wir mögen Sprossen, ne, und das ist so ein bisschen die... Ich bin gerade viele Überlegungen, der richtige Boden und. Ja, wo ist der eigentlich? Ja, wo ist der, genau? Der hat Duncan hat doch gesagt, er hat es hier hingelegt. Dann kommen ja halt noch andere Fenster rein, die auch mehr Licht durchlassen. Weil das sind im Moment so Bronzefenster. Ja, die sind ganz nett. Das sieht man von außen, sind die halt Bronze, aber sie machen wenig Licht. Und wir brauchen es so nicht, weil wir ja hier die überdachte Terrasse haben. Ja. Das heißt, die Fenster sind sowieso sonnengeschützt. Und dann können wir da mit Klarglas arbeiten und dann haben wir auch mehr Licht. Nee, nicht nur nein. Er hat ja auch viele gute Eingebungen, einfach weil er aus der Branche ja auch kommt, aus der Baubranche. Ja, gut, aber da ja schon viele Sachen weiß. Aber wir sind uns ja ziemlich ähnlich. Also so von der Sache her haben wir irgendwie, wir wollten schon immer irgendwie was Gemütliches mit Sprossen und ein bisschen Landhaus. Und irgendwie haben wir hier in diesem Haus von außen, so wie jetzt auch hoffentlich von innen, dass wir das einigermaßen gut hinbekommen. Und dann guckst du dir halt auch ein paar Sachen so an und sagst, ach guck mal hier, ja das gefällt uns. Und dann hast du einen Nenner und dann bist du so ein bisschen auf der Suche, was hier jetzt nicht ganz so einfach ist mit den gewissen Materialien, die wir uns so gewünscht haben. So richtig noch haben wir nicht alles gefunden, aber vielleicht passiert ja noch. Genau, aber wir sind uns eigentlich relativ einig bei den ganzen Sachen. Und wir haben den gleichen Geschmack, das ist natürlich schon mal praktisch. Mhm. Klar, manchmal liegt der eine daneben oder der andere. Manchmal kommt man auch mit so kleinen Augen. Und das Fenster. Ja, du hast das Fenster gar nicht gesehen. Es war einfach ein ganz kleines, also so ein dunkles Gäste-WC. Und dann haben wir den Spiegel kaputt gemacht und dann war dahinter ein Fenster, genau. Ein funktionstüchtiges Fenster. Wissen es nicht genau, ne? Angegeben ist das mit den Terrassen mit, weiß ich nicht, über 300 oder 400, aber ich glaube, so viel ist es nicht. Also auf jeden Fall für uns ist es optimal von der Raumaufteilung. Schön. Weil du hast hier einen schönen offenen Bereich, da kommt auch nochmal eine große... Auch nochmal Ankleide, Insta-Ecke für mich. Machst du hier ein Studio raus? Ja, so ein bisschen. Meine Schminkecke mache ich hier hin, hier kommen noch meine Klamotten hin, ich will hier eine Couch haben, wo ich ein bisschen quatschen kann, wo ich ein bisschen arbeiten kann. Also das wird so mein offener Arbeitsbereich, sage ich jetzt auch mal. Ja, das ist für Jonah wirklich wie ein kleines Apartment, wo wir auch gesagt haben, hier kann sie erwachsen werden. Das ist dann wirklich, ja, sie hat dann sozusagen hier wirklich ihr Mini-Apartment. Auch die ganzen Decken, alles raus. Also, unser Bad, Duschbad, wird auch nur eine Dusche, weil bei den Jungs eine Badewanne drin ist. Es ist echt witzig, aber wir haben das Haus sehr schnell für uns angenommen. Also so auch, selbst in dem unrenovierten Zustand, hat auch Jonah gesagt, haben wir uns total wohlgefühlt in dem Haus. Und das ist eigentlich ein Zeichen dafür, dass es zu uns passt.
und dass man sich ja auch schon so ein Stück weit zu Hause fühlt. Also wir waren richtig traurig auch, also wir haben uns gefreut, dass die Renovierung und Sanierung losgeht, aber wir waren auch so ein Stück weit traurig, dass wir jetzt raus mussten. Ja, weil man hier gerne einfach weiter wohnen wollen würde. Ja, geht ja nun mal nicht, wie man es gerade sieht. Und, aber wenn man so vor 2 Monaten hier raus ist, das, also so August war schon echt krass. Oh Gott, ich kann gar nicht sehen. Moment, gut, dass ich eine Brille habe. Ja, und das ist halt hier so. Ja, die geht dann da unter, da. Ja, jetzt momentan da, also irgendwo immer in dem breiten Grad, je nachdem, welche Jahreszeit gerade ist, ist auf jeden Fall hier die Sonne dann Untergang. Und dann haben wir gesagt, dann können wir es uns hier auch schön gemütlich machen am Elternschlafzimmer. Schön. Haben wir hier halt auch noch so, wo man sich mal ein Stühlchen hinstellen kann, vielleicht auch mal so eine Pflanze oder irgendwie was. Ja. Und dann kann man mal. Jo. Ja, irgendwie schon, ja, es fühlt sich gut an. Es ist selbst so eine Mischung von, ja, bewusst, ne? Es ist irgendwie immer noch wie so ein Abenteuer. Also es ist noch nicht richtig Alltag natürlich, weil es einfach noch zu viele Dinge gerade zu regeln gibt. Es ist aber auch nicht mehr Urlaub. Also es fühlt sich ja jetzt nicht wie Urlaub an irgendwie. Es ist irgendwas dazwischen. Nee, eigentlich mit dem Tag, wo auch Jonah in die Schule ging und so dieser Rhythmus reinkam, da war schon wirklich Alltag. Aber der hat halt Spaß gemacht. Auch dann habe ich sie bei der Schule abgesetzt. Bin kurz zurück über einen Kaffeeshop und habe da einfach nochmal einen Kaffee getrunken, draußen gesessen. Das ist schon schön. Also man fühlt sich halt hier auch sehr, sehr wohl. Und ja, irgendwie ist das eine schöne Atmosphäre hier einfach. Ja. Schön. Ja. Schön. Mega. Und Pool ist sogar, das Thema ist noch gar nicht angegangen, ne? Doch, wir sind das Pool-Thema tatsächlich schon angegangen, weil das ist schon so, mir ist das hier zu hell, sorry, ich muss die Brille aufziehen. Wir sind das Pool-Thema schon angegangen. Das ist nur das, was man natürlich als zweites macht, damit wir hier erstmal drin wohnen können. Und es wird trotzdem noch ein bisschen dauern, weil du musst hier schon für einige Sachen Genehmigungen einholen. Wir sind hier in der Wohncommunity, das heißt, es gibt Richtlinien und gewisse Regeln. Die sind jetzt nicht so schlimm, aber das gibt es in Deutschland auch. Ja? Also wir hatten ja auch bei uns, wo wir gelebt haben, Regeln, wo wir uns dran zu halten haben. Der Baum dann darf nicht zu nah am Zaun stehen oder du darfst keine Eiche pflanzen und du musst Abstandsflächen einhalten und so. Das ist hier ähnlich und da musst du dir halt eine Genehmigung von der Community einholen und das dauert natürlich auch einige Wochen. Und ja, und dann wird der Pool gebaut, also ich denke mal, es wird noch ein paar Monate dauern, bis wir hier wirklich ins coole Nass springen können. Tja, das dauert noch. Mama, aber dafür haben wir schon mal eine Lampe, die wird dann weiß. Ja? Ja, auf jeden Fall. So. Faschen oder irgendwas da drum. Da war noch wie so. So wie bei der Landhausküche. Da hast du ja auch so gewisse. Die Fliese war ja nicht einfach nur glatt. Die hatte ja so einen, wie so einen Rahmen. Ja, müssen wir gucken. Nicht so einfach. Aber Nico, jetzt. Haben wir alles durch oder kommt noch was? Jetzt. Jetzt kommt das Beste. Das Beste kommt jetzt? Ja, das Beste kommt zum Schluss. Beste! Jetzt diese Harry Potter-Tür. Ja, komm. Ja, sieht lecker aus hier oben, ne? Ja, hier, auf jeden Fall sind das hier diese 10, 12, wie viele Jahre auch immer alten Dinger hier. Und ich sag mal, die rennen ja wirklich durchgehend, ne? Ja. Und bei Wind und, also Wetter haben sie ja hier wirklich, wenn es mal regnet, wie Hulle. Also das kommt hier runtergepraddelt wie Sau. Und da haben die nie was dran gemacht. Das ist so irre. Ja, das kommt ja alles weg, ne? Kommt alles weg. Alles weg? Alles weg. Alles. Ja. Und auch an solche Sachen haben die überhaupt nicht gedacht. Das war auch dann so von dem Duncan nochmal so ein Hinweis. Diese Platten hier, die sind ja so ein bisschen Sichtschutz, damit man die Technik nicht sieht. Ja. Aber er sagt, wenn das regnet wie Sau, dann praddelt das alles hier rein und schießt wieder zurück. Und dann geht es dir an irgendwelche Schwachstellen eventuell vom Dach. Also das muss alles wieder weg, da muss irgendwie was Neues gemacht werden. Und dieser Duncan, das ist ja euer Unternehmen. Ja, das ist im Grunde unser Projektmanager hier von der, genau, der ist, von der Renovierung, Sanierung und ist hier in der Wohncommunity schon bekannt. Der hat hier mehrere Häuser gemacht, also bringt Erfahrung mit, kennt die Häuser und deswegen haben wir uns dann schlussendlich halt auch für ihn entschieden. Ja, und er hat uns halt auf so ein paar Schwachstellen hingewiesen, ne? So wie diese Entlüftungssachen und dann eben mit diesen Platten, dass er eben guckt und das hast du bei uns dann auf den ersten Blick, siehst du das gar nicht. An so ein paar Punkten ist ja wohl auch schon mal ein bisschen Wasser mal reingelaufen und das wird er dann alles zumachen und dann bist du da safe. Supi, das ist doch schon mal schön für heute. Cool. Ja, schon echt irre. Wenn du auch, das ist echt ein cooles Gefühl, ne? Wenn du in diesem Haus, was ja nicht unser Stil war, nicht unser, also hat uns ja nicht gefallen so von der ganzen Einrichtung her. Aber wenn man jetzt mal so sieht, wie die ganzen Dinger hier weg sind, schon echt beeindruckend.
Was schätzt ihr denn, wann werdet ihr hier drinne normal leben? Also, unser Projektleiter Duncan hat gesagt, er braucht 6 Wochen. Wir sind jetzt seit anderthalb knapp dran, ne? Oder ja, ungefähr so. Ja, wir haben halt locker 2. Ich habe schon mal 2 Wochen aufgestockt, habe gesagt, machen wir mal 8 draus, das ist vielleicht gesünder, dann haben wir 2 volle Monate. Es heißt, nach 8 Wochen sollen wir zumindest hier einziehen können. Ja. Gut, wenn wir uns jetzt noch länger schwer tun zu entscheiden, welche Fliese es wird und welcher Wandbelag, dann kann das natürlich auch an uns hängen, dass wir dann noch nicht hier einziehen können. Also Weihnachten ist ein großes Ziel. Aber realistisch. Ja, aber theoretisch, also eigentlich laut Projektleiter sollte es dann längst fertig sein. Genau. Schauen wir mal. So, das war's für heute. Ich hoffe, euch hat unser Video gefallen. Wenn ihr mehr sehen wollt, dann schaltet doch gerne nächstes Mal ein. Ich kann euch eins versprechen, es wird spannend bleiben.